Es kann nie genug. Es kann nie ein Ug Bacon. Bacon sein. Repeat it. Es kann nie genug Bacon sein. Es kann nie genug Bacon sein. Yeah, I got it. Can I have the thick burger? Super peppercorn. Bacon. Yeah. Yeah. Let's do it. No, just the burger and a large drink. A large drink. Yeah. Sure thing. Uh-huh. Is my number? And that's your number. Yeah. Okay. Oh. And this is your drink. Ah. Man bekommt hier so eine Nummer und dann muss man warten. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Hungry Fast Food Review. Mein Name ist Matthias und hier gibt's YouTubes beste Food Reviews. Ich bin heute für euch in Port Coquitlam bei Carl's Jr., um für euch einen Burger auszuprobieren, und zwar den Super Peppercorn Bacon Thick Burger. Dazu gibt's Ginger Ale, Canada Dry. Eat like you mean it. Der Burger hat 8,99 € gekostet, 2,80 € das Getränk. Sind ungefähr 6 € für den Burger. Schauen wir uns mal an. Das ist die Verpackung. Boah, krass. Riecht ewig nach Bacon. Ich bin ja so aufgeregt. Oh, okay. Er hat wieder so eine Burgerwindel an. Das ist der Super Peppercorn Bacon Thick Burger von Carl's Jr. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich mach mal. Also das ist der Bun. Ich denke mal, das ist Sourdough, so wie das riecht. Also Sauerteig. Dann haben wir die Mayo drauf. Bacon. 1, 2. Drei Streifen Bacon, Peppercorn Bacon. Und das heißt, man hat außen nochmal so Pfefferkörner. Riecht auch sehr pfeffrig. Dann ganz normal American Cheese, also Schmelzkäse. Das Beef Patty, frische rote Zwiebeln, Tomaten, Salat und unten nochmal Mayo. Bin ein bisschen überrascht, weil man schmeckt fast nur Brot. Also einen Pfeffer kriegt man schon mit, der brennt ein bisschen. Hinter mir ist der Rangierbahnhof, deswegen ist es vielleicht ein bisschen laut, aber das kriegen wir schon zusammen hin. Okay, jetzt. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es schmeckt praktisch so, wie wenn man einen Burger daheim selber macht. Das Brötchen ist nicht ganz so weich wie sonst in Amerika, aber das macht dem Ganzen jetzt zu dem Ganzen keinen Abbruch. Der Burger ist sehr saftig, denn der Bacon ist echt schön knusprig. Und das Gemüse ist echt, ist der Wahnsinn. Schmeckt richtig gut. Ich habe einen Sauhunger. Ich hau den mal weg und wir sehen uns gleich wieder. Kommen wir zur Bewertung. Der Super Peppercorn Bacon Thick Burger von Carl's Jr. bekommt von mir 4 Bärte. Der Bun ist komplett anders wie das, was man sonst kennt, weil es ist nämlich ein Sauerteig-Bun, also kein Brioche oder normales Weizen, sondern hat einen gewissen Eigengeschmack. Es ist Black Angus Beef, habe ich jetzt keinen Unterschied geschmeckt zu normalem Angus. Es war trotzdem gut. Dann eben der Bacon. Im Großen und Ganzen mit den Tomaten, mit dem Salat und den roten Zwiebeln ist es echt eine richtig runde Sache und es schmeckt wirklich, wie wenn man ihn daheim macht. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Reingehauen-Kanal, liked mich auf Facebook, folgt mir auf Twitter und Instagram, dann bleibt ihr immer auf den Laufenden. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt. Dann mal, bis dann mal. Stay hungry. Super Peppercorn Bacon. So weich wie... ein Riesenviech. Ja, definitiv. Really good! Super Pepper! Der Super...